Hallihallo, liebe Freunde der Sonne. Wir sind hier wieder bei, ich wollte gerade sagen Penumbra Ouvertüre, aber das ist natürlich nicht wahr. Denn wir sind hier in Fallout, wo uns ja letztes Mal das Spiel abgeblumt. Abgeblumt ist es keine Blume. Oh. Matze, wir haben lange nicht mehr gespielt hier. Ja, wo uns jetzt jedenfalls letztes Mal das Spiel abgeschmiert ist, was eigentlich eine ganz lustige Aktion war. Ultra. Also ich fand's ganz cool. Wie sind wir hier hochgekommen das letzte Mal? Ah. Ich habe einfach nur Skill. Da hat der erst kaputt. Und, richtig, richtig, wir mussten ein Magazin dafür lesen, denn wir konnten das sonst nicht. Stimmt, ich habe nämlich gerade gewundert, irgendwie mussten wir da das letzte da war, Mal... Wir standen unter Zeitdruck, so viel wusste ja, ich ja, noch. Ja, ja, und ich habe mich gerade gewundert, warum. Wie hieß denn das? Ich glaube, selbst ist der Mann. Ja, da. Genau. Let's get a party started. So, so was ist hier noch vorne? Waren noch ein paar kaputte? Sehen alle ganz aus. Da dort auch. Da. Das ist kaputt. Reparieren. Reparieren. Da ist noch okay, was kaputt. Da. Reparieren. Da. Da hinten noch. Waren es vier? Das kann gut sein, wenn nicht, müssen wir nochmal vorgehen. Der allergrößten Not müssen wir nochmal ein Magazin lesen. Ja, ich gucke jetzt nochmal in Ruhe drüber, nicht, dass wir was vergessen. Als, ja, alle, okay, alle repariert. Super, mach gleich mal F5. Genau, wollte ich gerade machen. Jetzt meiden wir dieses Asphaltstück da drüben. Stimmt, da sind wir das letzte Mal reingefallen. Richtig, und dann habe ich einen kleinen Lachkrampf bekommen und dann ist das Spiel abgestürzt. Schön. Und das war ein ganz würdiger Abschluss für unsere letzte Zocker-Session 2012. Für alle, die unsere Let's Play zu Penumbra nicht verfolgen, schämt euch. Aber wir wünschen euch natürlich trotzdem ein gesundes neues Jahr. Auch wenn das neue Jahr für euch natürlich schon ein bisschen angefangen hat. Für uns ist es dieses Jahr die erste Aufnahmesession. Also alle Folgen, die ihr bis jetzt gesehen habt, sind noch aus 2012. Vor Weihnachten. Vor Weihnachten sogar. Da hat man mal eine richtig harte Session. Ja. Ein Ruf aus der Vergangenheit, that's what she said. Ich habe nämlich keine Ahnung mehr, wo wir hin müssen. Zu den Leuten, zu hier. Wir müssen einen Hauch links. Links ist das auch die richtige Quest, die da gerade angewählt ist? Ja, eigentlich schon. Ja. Aufgaben. Zu ja. Rackle zurückkehren und berichten, dass die Generatoren wieder laufen. Generatoren! Jawohl. Sind ja bei den. Wie heißen die hier? Nicht Konföderierten, sondern. Die Ramser. Die Rumsern, ja, und das waren doch hier so ein paar. Republikaner waren ja, das. Ja, genau. Nicht Konföderierte. Hui! Diese Laufwege, das ist ja. Die sind schon ein bisschen langatmig, ja. Also so ich glaube, da hat man schon mal drüber diskutiert. Nein. Nein. Ich erinnere mich noch an letztes Jahr, was da einst geschah. Ich bin nicht stolz drauf, aber um ehrlich zu sein, bin ich es doch. Hast du gerade gesagt, ich bin stolz drauf, aber um ehrlich zu sein, bin ich es doch. Ich habe gesagt, ich bin nicht stolz naja, drauf. Jetzt rausreden wollen. Machen wir den Müllcontainer auf. Da ist nichts drin. Ist die hier ich oben? Ich glaube, hier oben, wo saß die, ja. Was macht die denn hier oben? Also steht. Lady, wir setzen uns jetzt mal hin. Ich kann mich um ihr Roboterproblem kümmern. Hast du mich nicht verstanden? Ich, so. Ich sehe, dass es wieder Strom gibt. Sind alle Ameisen tot? Wenn man die Quest nicht kennt, ist die Aussage ziemlich verwirrend. Ja, man kann wieder gefahrlos da hinuntergehen. Vielleicht hat Pearl recht, was sie betrifft. Sowieso. Ich habe keine Ahnung, wie sie das alte angestellt hat. Ich werde Loyal anweisen, jemanden runterzuschicken, um die Eier zu zerstören und die Generatoren zu reparieren. Gut gemacht. Die Eier zerstören, nicht, dass jemand wegen uns kastriert wird. Gut. Haben wir denn hier noch Quests? Mit Sicherheit. Pearl zurückkehren. Denn, zu Pearl zurückkehren, Sommerwüste, Laurel, da machen wir erstmal das, wir uns informieren erstmal Laurel. Da mussten wir aber, glaube ich, Pearl, nee, geh erstmal zu Pearl. Nein, ich geh jetzt erst zu Laurel. Ah, da musst du wieder runter in die Hangars und Pearl, die war ja hier hinten irgendwo, die alte Schabracke, dort war die. Okay, dann gehen wir erst zu Pearl. Siehst du, sag ich doch. Wo muss ich denn da hin? Nee, Weltkarte nützt mir da nicht viel. Gleich in den ersten Eingang von ja, rein. Das kriegen wir, denke ich, hin. Das erscheint mir machbar. Und immer die geladene Flinte hier am Abzug.
Ja, man muss immer auf der Hut sein bei den Leuten. Die haben schließlich, hier rein. Die haben schließlich auch mit Granaten beworfen. Und das ist ja nicht die feine englische Art. Die bewerfen ja alle mit Granaten. So, wo ist denn hier der... Ich glaube, in die Kleinhäuser musst du rein. Da. Der... Der... Auf der anderen Seite. Pearls Baracke! Und danach begeben wir uns zu Lau. Zu Lau. Hallo, Pearl. Sie machen uns das nicht leicht. Hallo. Huch. Sie haben sich wirklich das Vertrauen meiner Leute verdient, mein Kind. Ja. Tja, ich glaube schon. Ich habe alles getan, was ich tun konnte, um auszuhelfen. Ich glaube, es ist Zeit, dass Sie Ihren wahren Wert zeigen. Die Leute hier akzeptieren Sie langsam. Finden Sie Loyal und befragen Sie ihn über den größten Traum unserer Leute. Er wird Ihnen sagen, was dann zu tun ist. Klingt für mich, als hätten wir hier noch eine richtig große Quest, die wir aufnehmen, die wir annehmen können. Siehst du, hättest du nicht auf mich gehört und hättest jetzt zwei Wege gehen müssen. Tja, so bin ich nun mal. Danke, weiser Robert. Ja, bitte. So, was haben wir denn jetzt hier, wie heißt denn die Quest? Wir müssen zu Lyle. Lyle und... Ach so, Jacks Herzensdame. Richtig, das war die Quest, die du fast abgebrochen hättest. Aber nur fast. Aber nur fast, ja. So, und hier kann man leider nicht sprinten, das ist natürlich schade. Aber wenn du das Gewehr weglegst, bist du ein bisschen schneller. Ein bisschen, tatsächlich. Ich wünsche mir ein Reittier, wie in Red Dead Redemption. Ich möchte ein Pferd der Apokalypse unter meinen Schenkeln spüren. Ich will gar nicht wissen, was du unter deinen Schenkeln spüren willst. So, ist links, der hier drin? Nee, oder? Doch, stimmt, hast recht. Er muss da recht. Drin sein. Ja. Hab ich recht? Ja, hast du. Oh, sieh an, ich habe recht. Oh, schade, dass wir ohne Facecam spielen. Roberts Gesicht war gerade ziemlich gut. Lol. 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 Ich weiß jetzt nicht, ob der das ist. So, lol. Ich glaube schon. Lol. Nee, das ist, haben Sie das Sie ist gesehen? Jacke. Er will mit dir reden. Hau rein. Lol. Guck doch mal auf die lokale Karte, dort muss er irgendwo sein. Er schickt uns jetzt aber nicht wieder... Der ist vielleicht gerade raus. Der schickt uns... Was ist denn das für eine Sauerei? Vielleicht bist du ja doch falsch gegangen. Da können wir ja ewig nach Lyle suchen. Gib dir noch mal ein bisschen Mühe. So, ich geb dir... Da ist er, da ist er! Pearl hat mir ausrichten lassen, es sei in Ordnung, Ihnen von der Dame im Wasser zu erzählen. Ja, hast du den gerade immer verwinken wollen? Ja, ich hoffe, das passiert nach dem Dialog nicht, dass er meine Faust so rausspringt. Die Dame am See, was ist denn das? Vor langer Zeit, lange vor dem Krieg, der fast alles vernichtete, was hier gelebt hat, stürzte hier ganz in der Nähe ein Bomber ab. Ein Bomber war ein Flugapparat, der Sprengstoff auf Dinge abwerfen konnte, die er überflog. Ich bin nicht dumm. Aber ich schweife ab. Weiter im Text. Dieser Bomber stürzte in den Lake Mead, blieb aber fast intakt. Im Fleischsee. Als wir nach Nellis kamen, nicht ganz mit Tee. Sehen Sie, da fand ich diesen Artikel in einem Magazin darüber. Es gab eine weitere B-29 in der Nähe. Sie gehörte zu einem Museum. Konnte nicht fliegen. War aber ein prima Ersatzteillager. Können Sie mir folgen? Seit ich ein junger Bursche war, habe ich davon geträumt, die Dame aus dem See zu bergen und wieder zum Leben zu erwecken. Was meinen Sie dazu? Nackte Dame im See, bin ich dabei. Wo liegt denn der Bomber? Sie liegt auf dem Grund des Lake Mead. Ich markiere ihre Position auf ihrer Pip-Boy-Karte. Ja, und Robert fängt sich hier gerade nicht mehr. Ich kriege mich gerade nicht mehr, es tut mir leid. Wie soll ich denn einen Bomber von Grund eines Sees bergen? Ganz einfach. Bringen Sie Schwimmkörper am Flugzeug an und lassen Sie es aufsteigen. Ganz logisch. Hier ist ein Fernzünder. Sind die Schwimmkörper am Flugzeug angebracht, betätigen Sie vom Ufer aus den Zünder. Die Auftriebskraft besorgt den Rest. Wenn es so einfach ist, warum haben Sie es dann nicht gemacht? Vielleicht haben Sie das noch nicht begriffen. Nee, deswegen frage ich. Seit über 50 Jahren hat keiner von uns, nicht ein einziger, einen Schritt aus Nellis herausgetan. Loser. Und jetzt kommen Sie daher mit all Ihrem Wissen um die Welt da draußen. Anscheinend ist die Zeit endlich gekommen, die Dame zu bergen. Alles klar, bin ich dabei. Gut, hier sind die Schwimmkörper. Zwei Stück nur. Finden Sie das Flugzeug, machen Sie sie daran fest... Und drücken Sie den Knopf. Das kriegst du gut du hin. Irgendein Vorschlag, wie ich auf den Grund vom Lake Mead komme, ohne zu ertrinken?
Versuchen Sie es doch mal mit Luft anhalten. Wenn Ihnen das nicht gut genug ist, reden Sie mit Jack. Der hatte da mal ein Atemgerät. Oh, das war natürlich... Das du musst dann mit ihm noch über was anderes reden. Für mich geht ein Traum in Erfüllung. Ach nee, doch nicht. Tschüss. Wegen den hier... Siehst du, weil nämlich jetzt bestimmt die Quest im Arsch ist. Und war. Siehst du, ich kann das nämlich nicht mehr. Für mich geht ein Traum in Erfüllung. Wo liegt der Bomber eigentlich? Hatte ich doch gesagt. Auf dem Grund des Lebens. Ach ja, na klar. Fleisch ich sorge dafür, dass die Position auf ihrer... Vielleicht können wir die danach abgeben. Das sind VR-Pods. Keine Ahnung. Will ich aber einen Code für haben. Nein, die sind nicht für Außenseiter bestimmt. Lassen Sie die Finger davon. Mach ich selber, ich bin noch neugierig. Brauchen Sie sonst noch was? Ich habe nämlich zu tun. Hau ab. Kannst du mir mal am Arsch lecken, wenn du eine neue Geschmackssorte ausprobieren willst? Warte, hier, da. Die Solarmodule sind repariert. Beeindruckendes Stück Arbeit. Werd es im Hinterkopf behalten, falls es mal wieder was zu tun gibt. Okay. Die Sepper Solarmodule. Tschüss. Ja, rein, ne? Vergöttert bei den Ramsern. Na, das war mir von vornherein klar, dass wir bei denen einen guten Eindruck machen. Dankeschön, da haben wir gesehen. Wo liegt die? Bin ich dabei? Wo ist der Bomber? So, jetzt machen wir wieder Check, wo steckst Jacke. Du? Wo ist denn die Jacke? Jackie Boy. Guck doch mal auf deine Questkarte. Da. Woo, Jack, the Ripper. Haben Sie sie gesehen? Den Rotschopf meiner Träume? Ich muss erstmal an meine Frau meine Träume. Ich arbeite dran. Oh, lasst. Oh, meine, dass Sie mir helfen können, unter Wasser zu atmen. Ich brauche nur ein paar Teile eines Druckkochtopfs, um das Atemgerät luftdicht machen zu können. Gott, das kriegt man hin. Eisgriffel, Gummischlauch und entfernbarer Klebstoff sollten ein gutes hermetisches Siegel abgeben. Eine geniale Idee. Das kann ich sofort zusammenbauen. Bitte sehr. Ein neues Atemgerät. Hab Dank, Frank. Hau rein. Bis dann. Guck mal, ob du das irgendwie aufsetzen musst. Da hätten wir so eine geile Maske auf oder so. Das wäre natürlich cool. Atemgerät. Zeig mal. Das ist ja geil. Jetzt sind wir Darth Vader hier. Boon. Ich bin deine Mutter. Gut, weiter geht's. Im Takt. Im Takt, der Zeit. Jetzt haben wir keine Brille mehr auf. Junge Herzen nicht mehr. Wildcard Nebenwetten, das ist erstmal egal. Das war jetzt vom Ja-Sager. Nee, mach erstmal die Quest mit dem Bomber. Ja, gerne. Der Ja-Sager war ja der Roboter bei Benny Versteck. Bei Bennys Versteck. Ja, na klar. Und der hat uns ja gesagt, wir sollen die Umgebung besser kennenlernen. Und zwischenzeitlich waren wir ja dann noch hier im Lager der stählernen Bruderschaft. Quicksave. Und die haben uns ja auch ans Herzen gelegt, mal so die Gegend ein bisschen besser kennenzulernen. Daraufhin sind wir dann hierher gekommen. Ans Herzen gelegt. Eimer super, frei. Warte, was ist da in der Nähe? Naja, wir können... Warte, nein. Guck doch mal dort. Ja, da kommen wir aber auch nicht hin. Aber hier unten. Ach so, Boulder City, da waren wir auch lang nicht. Wir sind zwar dort beliebt, aber wir waren lang nicht da. Das ich überleg grad, ganz rechts wirkt gruselig. Ich überleg gerade, was das dort für ein Kaff war. Das war da, wo dieses Soldatendenkmal war, wo wir den Soldaten angequatscht haben. Das war ein Teil der Hauptquest. Wir haben da die Großkarne getroffen. Ja. Das war ungefähr Folge 80, 90. Ja, genau, ich kann mich erinnern. Wenn ich mich nicht irre, oder war das schon eher? Ich glaube, das war ein bisschen eher, aber ja, da hast recht. So mit O, wir müssen da lang. Da geht da lang. Jawohl, Blumen. Was ist denn da oben? Ist mir egal. Das sieht interessant aus. Ja. Ich hoffe, da müssen wir hin. Wenn nicht, gehen wir da einfach hin. Es liegt ja so fast auf dem Weg. So fast so. Also den Zug möchte ich ja nicht steuern. Nee. Ah, da unten geht er weiter. Ja, war auf jeden Fall bestimmt eine gute Zugstrecke so. Ach, holprig, na mein Gott. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Brücken genau, sind was für Muschis. Genau. Bist du Mann oder Memme? Echt mal. Ist das schon der See? Das ist der See. Ja, dann klar, das ist der See. Das ist echt dick. Ey, das ist ja geil, so einen großen See habe ich noch nie gesehen. Ja, das ist echt ganz schön. Vegas, Baby! Oh, da unten sind Feinde. Guck mal. Ah, Lake Look. Und jetzt kommt wieder der Skiller hier. Jawoll, ja. Ihr seht, habe ich nichts verlernt. Noch nicht.
Nein, ich habe nichts verlernt. Da läuft aber irgendwo noch einer rum. Einen muss es noch geben. Ich glaube, der ist aber gerade so hinter einem Steinchen. Was haben wir, was wir hier so haben? Unser Haus! Unser Haus! In kleinem Format. Dein Arsch gehört. Geht gleich los, Boon. So, liebe Freunde, das hat mal wieder Spaß gemacht. Das ist mal ganz nett, ein bisschen was abzuknallen in dem Spiel. Das klingt jetzt ein bisschen brutaler, als es rüberkommen sollte. Aber nach so vielen Dialogen macht es auch mal Spaß, wieder durch die Wildnis zu ziehen. Bisschen Action hier, liebe Freunde. Ja, und was uns hier so erwartet nach dieser Ruckelpartie vom Rechner, genau, sehen wir in der nächsten Folge von Fallout New Vegas. Wir freuen uns schon, wir hoffen ihr auch. Also, bis dahin, macht's gut. Tschüss.